Zusammen. Heute zeigen wir euch mal ein Porträt mit Markern auf einem blauen Papier. Mal etwas Außergewöhnliches mit Tipps und Tricks aus unserem aktuellen Buch Genial Zeichnen Porträt. Und für alle, die jetzt gerne etwas im Bereich Design, Kreatives machen möchten, studieren möchten vor allen Dingen, aber nicht wissen, welches Studienfach das Beste, das Passende ist, dafür empfehlen wir unseren Design Campus. Dort erfahrt ihr genau in 5 Tagen, wie ein bestimmtes Studium abläuft und welche Design-Skills dafür benötigt werden. Und hier geht es auch schon los zum Porträt. Wir machen das Ganze mit einem Kugelschreiber. Skizzieren das ganz grob an. Auch die Brille. Alles so ein bisschen Mund, die Nase, alles was eigentlich nötig ist, damit wir damit arbeiten können. So, die Haare werden noch ein bisschen ausgearbeitet. Hier auch. Und dann kann es eigentlich an die Ausarbeitung gehen. Was ist dafür denn natürlich wichtig? Vor allen Dingen einmal natürlich vielleicht noch ein paar Details mehr, wo bestimmte Helligkeitspunkte zu sehen sind, wie Licht, wo es auftrifft. Das ist natürlich das, was entscheidend ist, was dann auch in der so eine Zeichnung auch spannender macht. So, und dann mit einem schwarzen Marker umrahmen wir das Ganze und arbeiten das die Fläche dann komplett aus. Also eigentlich für jeden, der gerne Porträts zeichnet, aber vielleicht außergewöhnliche Porträts zeichnet, sind solche Sachen wirklich sehr zu empfehlen, einfach mal auf andere, mit anderen Techniken sich zu befassen, mit Markern zu arbeiten. So wie jetzt hier. Stück für Stück dann die Farbe ausarbeiten, also natürlich sehr, sehr flächig in dem Fall. Und hier dann die Haut auch natürlich ein bisschen farbig aufgreifen. So, und das kann natürlich sehr unterschiedlich ausgearbeitet werden. Es reicht auch manchmal,
wenn man nur den Hautton andeutet, aber manchmal auch komplett ausarbeitet. Und auch hier die Haare ein bisschen leicht aufskizziert. Also mit den Markern könnt ihr wirklich super Skizzen erarbeiten. Ihr könnt wirklich sehr, sehr leicht arbeiten. Es gibt ganz, ganz helle Töne, aber auch etwas dunklere Töne. So, und mit einem zügigen Strich, das funktioniert eigentlich immer sehr, sehr gut. Und dann natürlich, wenn man in die Farbe reingeht, also wie jetzt in dem Beispiel das Rot, kann man natürlich noch ein bisschen mehr Farbe hineinbringen, also jetzt für Lippen, aber auch jetzt auch die Haare auch komplett rot machen können. Das ist wirklich immer sehr, sehr beliebig, ob ihr ein authentisches Porträt zeichnet oder einfach ein freies Porträt zeichnet, das ist euch dann überlassen. Wichtig ist, dass die Proportionen stimmen, dass die Linien alle richtig sind. Und natürlich die Highlights dann mit dem weißen Buntstift. Ob es jetzt an den Lippen ist, ganz locker, oder natürlich in der Sonnenbrille. Das darf nicht fehlen. Das ist das, was eigentlich auch am Ende so eine Zeichnung ausmacht. Und auch hier ein bisschen mehr Farbe noch. Und auch hier natürlich bei den Haaren sehr, sehr locker die Frisur aufskizzieren.
über leichte Schattierung einsetzen. Und eine Gesichtsskizze, Gesicht zeichnen, ist dann damit auch relativ vereinfacht, mit Markern dargestellt. Es ist natürlich sehr künstlerisch, das ist natürlich keine Frage. Ihr kennt aber auch unsere authentischen Porträts, die sind dann natürlich ganz anders. Aber hier wollten wir euch mal zeigen, wie sowas irgendwie ganz, ganz locker aussehen kann. So, dann hier nochmal unter. Dem Hals noch ein paar Schattierungen noch dazu. Vielleicht auch die Ohrform, die kann man auch noch ausarbeiten. Und so die letzten kleinen Feinheiten an der Nase. Einfach nochmal so ein bisschen die kleinen Details. Nicht zu viel, wie gesagt, weil es einfach sehr, sehr frei das Porträt ist. Und die Porträtskizze damit auch so ein bisschen locker wirkt. Das wäre es auch eigentlich. Das ist dann die fertige Zeichnung. Viel Spaß beim Nacharbeiten. Wenn ihr so etwas lernen möchtet, verschiedene Porträtzeichentechniken erlernen möchtet, dann schaut auf unseren Seiten onlinekurse.akademiero.de. Dort können wir euch das alles mal zeigen und beibringen. Ansonsten natürlich gerne auch in unseren Kursen vor Ort. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald, euer Akademiero-Team.